Glaube von A bis Z. Herzlich willkommen zu diesem Film. Gott, Jahwe, Buddha oder Allah oder. Mehr als 80% aller Menschen gehören einem religiösen Glauben an. Es ist ein Weltphänomen. Glaube ist sehr privat und erst gesellschaftliche Kraft. Er verbindet die Menschen und hat sie immer wieder gespalten. Die Weltöffentlichkeit, die identifiziert uns mit der IS und zeigt mit dem Finger und sagt Terroristen. 45 Minuten zum Thema Glaube. Viel Religion, aber nicht nur. Ich glaube persönlich, dass diese außerirdischen Wesen eine sehr hohe Frequenz der Liebe und der Intelligenz ausstrahlen. Glaube bewegt und er bestimmt Lebensläufe. Selbst wenn der Heilige Vater in Rom jetzt plötzlich den Zölibat aufhebt, würde ich das Zölibat wahrscheinlich für mich trotzdem persönlich wählen. 26 Geschichten über Menschen, die an etwas glauben. Rund um die Welt. Unsere Reise beginnt mit den Gebeten der großen Religionen. Den Anfang macht das A. Bei den Muslimen beginnt damit jedes Gebet. Allahu Akbar, Gott ist am größten. In jedem Gottesdienst bei den Juden das 18-Bitten-Gebet. Was die Christen beten, stammt angeblich von Jesus höchstpersönlich. Vater unser, der du bist im Himmel. Im Hinduismus braucht man manchmal nicht viele Worte. Ein Mantra, ein Om, reicht. Ebenso im Buddhismus. Und während wir hier fernsehen, brummt und singt und betet es in der ganzen Welt. Aber wofür beten die Menschen? Beten sie überhaupt? Weiter zu B. Vater unser, bete ich und fertig. Das reicht doch. Ja, wenn ich nachts nach Hause laufe, bete ich schon, dass mir nichts passiert. Vielleicht so in Bezug auf Tod. Da fände ich es schön, wenn ich an was glauben würde und nicht denken würde, danach ist einfach nur alles nichts. Das Einzige, was ich mache, ist manchmal, ich spreche mit dem All. Ich glaube einfach, dass ich immer eins und geführt von Gott bin und eins mit Gott bin. Beten, das bedeutet unsere innere positive Einstellung bewahren. Gebet heißt das in Verbindung mit dem Schöpfer. Und ohne Verbindung mit dem Schöpfer, ich denke, das Leben ist sinnlos. Für mich hat das Beten jeden Tag eine sehr stark strukturierende Bedeutung, eine, wo ich mich finde, wo ich merke, ich zentriere mich und darauf mache ich eigentlich gar nicht mehr verzichten. Wenn ich Auto fahre, bete ich meistens. Ich habe dann eine Rosenkranz, läuft eine Kassette ab, sodass ich dann sozusagen mehr oder weniger passiv im Gebet dann auch drin bin beim Autofahren. Glaube, da darf die Schöpfung nicht fehlen. Zu einer sehr amerikanischen Geschichte, daher C wie Creationism. Creationism, Schöpfung auf amerikanisch. Rund 42% der US-Amerikaner bekennen sich laut einer Studie zum Kreationismus, der Lehre, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Auch George W. Bush setzte sich für diese Lehre als Schulstoff ein. Die Kreationisten nehmen die Bibel wortwörtlich. Gott schuf Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen und, klar, Dinosaurier. Für manche Kreationisten ist das alles erst 10.000 Jahre her. Auf Wiedersehen Evolutionstheorie und Vererbungslehre. Und hallo, Dinosaurier. Von wegen vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Kumpel, wir waren dicke, damals im Paradies. Manche Kreationisten glauben, die Dinosaurier lebten sogar friedlich mit Adam und Eva im Paradies und dienten als Reittiere. Das wurde auch dem Schöpfer zu bunt. Paradies wurde geschlossen, dann die große Flut. Im Weltbild der Kreationisten übrigens historischer Fakt. Noah zimmert seine Arche und mit dabei, klar, Dinos. Für einige Kreationisten weilen sie sogar noch immer unter uns. So, jetzt zur Gegenseite. Knallharte Forschung. Lässt sich Gott per Computer beweisen? Kann man Gott in eine Formel packen? Mit kühler Logik. Der Mathematiker Kurt Gödel hat vor über 70 Jahren einen, Achtung, ontologischen Gottesbeweis zu Papier gebracht.
Kein wirklicher Beweis, aber mit lauter philosophischen Annahmen hat er gezeigt, dass es rein logisch schon einen Gott geben könnte. Zumindest konnte er das fehlerfrei herleiten. Das ließ ihm keine Ruhe. Der Informatiker Christoph Benzmüller hat für den sogenannten Gottesbeweis aus den Annahmen Formeln gemacht. Das ist natürlich toll, man füttert den Computer mit den Annahmen und erwartet erstmal nichts Großes und dann plötzlich kommt zurück, ja, Beweis gefunden. Oh my God. Doch was ist Gott? Für Gödel ein Wesen mit allen positiven Eigenschaften. Und was ist das? Für Gödel gehört dazu, gottartig zu sein, sowie die notwendige Existenz der essentiellen Eigenschaften eines Individuums. Wenn Sie das nicht verstanden haben, wir auch nicht. Benzmüllers Vorgänger Gödel wollte damals nur zeigen, dass die Beweisführung logisch ist. Aber er hat sein Ergebnis lange nicht veröffentlicht. Aus Angst, es könnte wie ein Glaubensbekenntnis gedeutet werden. Ich würde eher das so sehen, dass man vielleicht als Fazit sagen kann, dass der ontologische Gottesbeweis aufzeigt, dass der Glaube an ein höheres Wesen oder ein gottartiges Wesen zumindest nicht zwingend irrational oder widersprüchlich sein muss. Und das ist ja auch schon was. Von kühler Logik wieder zu Glaube. Kurzsendung mit der Maus. Das ewige Licht wird nur an zwei Orten in Deutschland hergestellt. Einer davon Hamburg. Und wenn auch nicht ewig, so müssen diese Kerzen doch bis zu 9 Tage brennen können. Deswegen werden sie nicht aus Wachs, sondern aus reinem Pflanzenöl hergestellt. Bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein. Und um die Nacht zu erhellen, scheint dir nicht mehr der Mond. Sondern der Herr ist dein ewiges Licht, dein Gott, dein strahlender Glanz. Deine Sonne geht nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab. Denn der Herr ist dein ewiges Licht. Zu Ende sind deine Tage der Trauer. Was tun Menschen alles für ihren Glauben? F wie Flagellanten. Flagellanten, auch genannt die Geißler. Eine Bewegung von Christen, die seit dem 13. Jahrhundert durch Europa wanderten. Accessoire, die Peitsche mit Knoten und Metallspitzen. Durch das Nachempfinden der Leiden Jesu wollte man sich Schlag für Schlag von Sünden reinigen und sich die Gnade Gottes sichern. Ein damals verständlicher Wunsch, denn Erdbeben, Überflutungen und die Pest lauerten. Die Bevölkerung geriet langsam in Panik. Die Hoffnung, die Buße der Geißler könnte vielleicht die Pest eindämmen. Das Gegenteil war der Fall. Die Flagellanten wanderten 33,5 Tage, angelehnt an die Lebensjahre Christi, und der Schwarze Tod gleich mit. Die Kirche fürchtete um ihre Monopolstellung in Sachen Sündenvergebung mit Ablasshandel und Beichte. Geißlerverfolgung und Verbot durch den Papst folgten auf dem Fuß. Doch auch heute noch ist man in manchen Teilen der Welt vermummt, entblößt, bußfertig. Wie hier in Spanien. Aber nicht nur im Christentum gibt es das Phänomen der Selbstgeißelung. Die schiitischen Passionsfeiern im Libanon. Zu Ehren des Enkels des Propheten Mohammed, der nach muslimischem Glauben bei einer Schlacht getötet wurde. Die Gläubigen rufen so sein Schicksal in Erinnerung und teilen sein Leid. Einige Gläubige verletzen sich sogar selbst, wie beim Ashura-Fest im Irak. Auch manche Hindus lassen sich geißeln. Sogar in Deutschland, im westfälischen Hamm-Üntrop, im Hindu-Tempel. Damit wollen sie den Göttern ihre Dankbarkeit und Liebe erweisen. Was Menschen für Religionen auf sich nehmen. Aber seit wann gibt es sie eigentlich? G wie Geschichte der Religion. Wann ging es los mit dem Glauben? Man vermutet schon vor 95.000 Jahren mit der Ausbildung des Bewusstseins. Vor 40.000 Jahren. Höhlenmalereien zeigen Tiere und Frauen, vielleicht Gottheiten. Vor 8.000 Jahren wird's konkreter. In Vorderasien entstehen Tempel mit Priestern. Nach und nach kommen dann Ägypter, Griechen und Römer ins Spiel.
Für sie sind die Götter das Spiegelbild der Gesellschaft, nur quasi eine Etage höher. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Monotheismus, der Glaube an den einen Gott entsteht. Dann Indien. Siddhartha Gautama. Der Buddha erreicht Erleuchtung. Und die Frühformen des Hinduismus beginnen sich zu entwickeln. Und wir? Wir nähern uns langsam der Gegenwart. Das Jahr Null. Zur Orientierung nun westliche Zeitrechnung. Das Christentum tritt seine Erfolgsgeschichte an. Das frühe 7. Jahrhundert. Der Prophet Mohammed begründet in Mekka die dritte Religion des einen Gottes, den Islam. Alle drei monotheistischen Religionen ziehen sich durch Kriege, Kolonialismus, Migration und Handel über den Erdball. Und heute? In Süd- und Nordamerika steht das Christentum an der Spitze. Afrika. Im Norden eher der Islam, im Süden eher das Christentum. Indien, Hinduismus auf Platz 1. In Vorderasien der Islam. Russland eher orthodox. Japan und China buddhistisch. Europa 72% Christen. Ebenso wie in Down Under. Insgesamt leben auf der Welt ca. 2,1 Milliarden Christen. 1,5 Milliarden Muslime, 900 Millionen Hindus, rund 500 Millionen Buddhisten, 14 Millionen Juden. Dazu Menschen, die kleineren Glaubensrichtungen folgen. Und übrigens, 1,1 Milliarden Menschen kommen ganz ohne Gott aus. In ihn ist der Heilige Geist quasi hineingefahren. Matthias Firmke, 21 Jahre alt. Während andere in dem Alter ihre Jugend genießen, genießt er die Liebe zu Gott. Er will katholischer Priester werden, besucht deshalb das Priesterseminar in München. Es herrscht ein gewisser innerer Einklang zwischen meiner Person, meiner Seele und Gott. Und das ist ein Gefühl von Freude, von überschwellender Begeisterung, man kann sagen von Verliebtheit. Seine Eltern waren über den Entschluss nicht glücklich. Keine Enkelkinder, auch der Name wird nicht weitergegeben. Doch die Liebe zu Gott ist größer. Vor 5 Jahren kam die Erweckung. Seine Freundin hat er deswegen verlassen. Zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich dann eben gemerkt, dass die Liebe, die ich vom Heiland, von Christus, von Gott her empfange, wesentlich umfassender ist und wesentlich, nicht unbedingt stärker, aber von einer ganz anderen Qualität, als sie mir meine Freundin geben kann. Seine Freundin, alles andere als begeistert. Und das Zölibat? Nie wieder Sex? Man kann seine Sexualität nicht abstellen. Man muss lernen, eben mit ihr umzugehen. Selbst wenn der Heilige Vater in Rom jetzt plötzlich den Zölibat aufhebt, würde ich das Zölibat wahrscheinlich für mich trotzdem persönlich wählen. Für mich ist der größte Aspekt der Zeitaspekt. Wenn ich eine Familie habe, habe ich Verantwortung gegenüber der Familie und als Priester habe ich Verantwortung gegenüber meiner Gemeinde. Und ich muss sozusagen meiner Gemeinde, wenn sie mich braucht, parat stehen. Vom inneren Zentrum des Glaubens zu einem äußeren Zentrum. Und zwar dem der drei großen monotheistischen Religionen. I wie Israel. Das Land ist auf der Weltkarte ein Zwerg, aber mit seiner religiösen Bedeutung alles andere als das. Judentum, Christentum und auch der Islam, sie alle sind hier zu Hause. Jerusalem. Religiöses Zentrum, aber auch Brennpunkt, an dem es immer wieder knallt. Selten im Rampenlicht, eine Geschichte, die Hoffnung auf Frieden gibt, trotz blauer Flecke. In ganz Israel gibt es nur einen Club, in dem Israelis und Palästinenser zusammenkämpfen. Den Jerusalem Boxing Club. Und das seit 20 Jahren. Arthur ist Israeli, gläubiger Jude und eine der größten Boxhoffnungen des Clubs. Jeden Morgen betet er zu Hause, legt dafür die Gebetsriemen, die sogenannten Tefillin, an. In den Schächtelchen sind Pergamentstücke aus der Tora. Der Glaube und das Boxen gehören für ihn untrennbar zusammen. Die Religion ist sehr wichtig für mich. Ich denke, dass es charakteristisch für mein Volk ist, für alles, was mein Volk tut. Immer vor einem Kampf bete ich, weil es mir hilft. Es hat mir bis jetzt bei all dem, was ich erreicht habe, geholfen. Ich glaube fest daran und das macht mich zu dem, was ich bin. Arthur besucht die Klagemauer in Jerusalem, die religiöse Stätte der Juden. Er schreibt wie viele hier ein Zettelchen mit seinen Gebeten.
Wie er uns verrät, wünscht er sich damit Gesundheit und Erfolg beim Boxen, aber auch Frieden für sein Land. Mein Leben beeinflusst der Konflikt in unserem Land schon. Ich habe auch arabische Freunde. Ich komme sehr gut zurecht mit ihnen, besonders mit denen, die mit mir beim Boxen trainieren. Aber Israel zum Beispiel erlaubt uns nicht, in muslimische Länder zu reisen, wie zum Beispiel ins Land, in dem die Weltmeisterschaft im Boxen stattfand. Das bereitet mir Schwierigkeiten. Viermal die Woche trainiert Arthur im Jerusalem Boxing Club für seine Profikarriere. Mit dabei auch Ismail, links im Bild, Palästinenser. Seit 20 Jahren boxen hier Juden und Palästinenser miteinander. Der jüdische Club war damals der einzige in der ganzen Stadt. Wer boxen wollte, musste hierhin. Es ist für mich nicht komisch, hier zu sein. Es macht keinen Unterschied für mich. Es ist unwichtig, welche Religion einer hat. Alle wissen, dass ich hier trainiere. Dieser Club ist der beste. Er ist ein Beispiel für ein gutes Zusammenleben. Gershon Luxemburg, der Trainer, stammt eigentlich aus Usbekistan. Früh fing er an zu boxen, musste sich verteidigen, wurde dort als Jude diskriminiert und auch angegriffen. Wir treffen uns hier jeden Tag. Wir leben miteinander. Die Jungs erfahren, dass Juden keine Hörner haben. Verstehen Sie? Und dass die Araber auch keine Hörner haben. Reißzähne haben die auch nicht. Und die Jungs lernen, dass die Palästinenser auch Menschen sind, die auch essen und Brot lieben. Und es einfach notwendig ist, mit ihm eine Mahlzeit zu teilen. Im Gegenzug gibt er dir auch was dafür. Liebst du ihn, so wird er dich auch lieben. Kann es so einfach sein? Hier unten im ehemaligen Luftschutzkeller schon. Kaum ein Glaube ohne heilige Schrift. Gerade beim Koran wird mehr darüber gesprochen als rein gelesen. Nach islamischem Glauben ist der Koran die wörtliche Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed. Nur, was steht drin? Wie wird er interpretiert? Halima Krausen lehrt an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Mit 13 Jahren konvertierte sie zum Islam und ist eine von wenigen Imaminnen in Deutschland. Der Prophet Mohammed wurde geschickt, unserem Verständnis nach, also dem allgemeinen Konsens der Muslime nach und auch nach Aussage des Koran als Barmherzigkeit für die Menschen. So, was der Barmherzigkeit jetzt direkt widerspricht, das kann natürlich nicht angehen. Dass man sich verteidigen darf, wenn man angegriffen wird, das steht im Koran. Doch die Verhältnisse dafür müssen nach dem Koran gewahrt werden. Die klassischen Vorurteile gegenüber dem Koran, das ist, dass er Gewalt predigt und dass er Frauen in Unterdrückung predigt. Dann womöglich nochmal, dass er ein Gesetzbuch ist. Wenn man den Koran im Zusammenhang liest, dann sieht man, dass weder das eine noch das andere der Fall ist. Im Koran, so Krausen, steht zum Beispiel nicht, dass Frauen ein Kopftuch tragen oder sich verschleiern müssen. Das Buch sage lediglich, dass man seine Reize verhüllen solle, in welcher Form auch immer. Und Unterdrückung der Frau, auch das eine Frage der Interpretation. Wenn ich so Stimmen in den islamischen Ländern höre, da hat man den Eindruck, dass die Frauen in Europa fürchterlich unterdrückt sind. Die müssen erstmal den ganzen Tag arbeiten, anschließend müssen sie noch den Haushalt machen, anschließend müssen sie noch ihrem Mann gefallen, anschließend müssen sie noch schick aussehen. Die sind ja so unterdrückt, dass für die armen Frauen überhaupt keine Zeit mehr bleibt, sie selber zu sein. Viel ist Auslegungssache, wie in der Bibel auch. Halima Krausen will, dass in Deutschlands Moscheen eine modernere, bodenständige Interpretation des Koran gepredigt wird. Die Schriften von Islam, Judentum und Christentum regeln auch delikate Dinge. Gregor Hoberg, evangelischer Pfarrer. Kadir Sanchi, Imam. Und Tovia Ben-Korin, jüdischer Rabbiner. Sie gehören zum House of One, einem geplanten Haus für alle drei Religionen in Berlin. Ehebruch ist ein Problem. Und das ist nicht erlaubt im Judentum. Aber wollen wir ehrlich sein, wenn ein verheirateter Mann, wenigstens nach dem traditionellen Gesetz, eine Affäre hat mit einer nicht verheirateten Frau, ist das akzeptabel. Und was sagt der Islam zum Fremdgehen? Wenn ein Mann
und eine Frau fremdgehen, dann müssen vier Zeugen da sein. Und das ist schon mal schwierig. Das ist schon mal schwierig. Juntum nur zwei. Ja, und diese vier Zeugen müssen genau diese Nähe zueinander in diesem Augenblick mit bloßen Augen sehen. Zum Schluss der Protestant und das Fremdgehen. Das Einzige, was nicht geht, ist, den anderen herabzuwürdigen. Die einzige Begrenzung, die ich erkennen kann, ist eine Ausgrenzung, Gewalt, etwas Lebensfeindliches gegenüber anderen Menschen. Ansonsten sind wir frei, die Treue, die wir von Gott erfahren, zu leben, in unser Leben einzutragen und damit umzugehen. Wir treffen die Geistlichen später noch einmal wieder. Doch nun erstmal zum Buchstaben M. Für viele Buddhisten, Hindus und Sikhs hat die Meditation eine ähnliche Bedeutung wie bei uns das Gebet. Manchmal reichen wenige Silben, begleitet von Mudras, symbolischen Handgesten. Und schon soll sie da sein, die Harmonie. Satana. Hier unser Miniaturkurs Meditation. Satana. Satana. Einfach mitmachen. Zurück im Hier und Jetzt. Wir schwingen noch nach oder schaukeln vielmehr, denn es ist die Schiffsgeschichte. N wie Noah. Adam und Methusalem waren laut Bibel seine Vorfahren. Er lebte demnach im 3. Jahrtausend vor Christus. Noah. Was geschieht laut Bibel? Die Menschen versinken in Gewalt und Laster. Nur Noah führt ein frommes Leben und soll die von Gott geplante Sintflut überstehen. Noah baut die Arche. Mit den Tieren schippert er über die Flut. Als sie ein Ende hat, erhalten Noah und seine Familie von Gott eine neue Chance. Code Regenbogen. Auch für die Juden ist Noah, hier Noach, wichtig. Da werden aus der Erzählung die sieben noachidischen Gebote abgeleitet, die allen Menschen vermacht sind und in verschiedenen Religionen auftauchen. Kein Raub, kein Ehebruch, kein Mord. Jeder, der sich daran hält, wird an der kommenden Welt teilhaben. Für die Juden gilt Noach nicht nur als Stammvater aller Menschen, sondern auch als Urvater aller Rechtschaffenden. Doch nun kurz Pause für die Weltreligion. Odin ist kein geringerer als der Hauptgott der nordischen Mythologie. An ihn glaubten unsere Vorfahren. Bis heute werden diese Götter verehrt, wie zum Beispiel von Jörg Brüning. Wenn wir diesen Platz betreten, ist es bei uns immer Brauch, dass wir uns vor Betreten des Heiligen Kreises einmal verbeugen, um in Gedanken die Götter und die Geister, die ja hier anwesend sind, zu ehren. Achtmal im Jahr feiern sie ihre Jahreskreisfeste draußen im Wald. Er leitet als sogenannter Gode die Feierlichkeiten, bei denen sie ihren Göttern Met und Bier opfern. Es ist so, dass man mit dem Glauben aufwacht und mit dem Glauben ins Bett geht, kann man sagen. Es fängt an mit Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass man nach dem Aufstehen sein Amulett, den Torshammer, umlegt und im Gedanken ein schnelles Gebet oder eine Begrüßung an diesem Gott spricht. Als Jugendlicher beschäftigte sich Jörg Brüning mit der Religion der Wikinger und wurde zum Anhänger Odins. Aber auch Teile der Neonazi-Szene vereinnahmen den Götterkult für sich, aus vermeintlich völkisch-germanischen Gründen. Wenn man sich dann aber mit den Gruppen, die wirklich den alten Glauben leben, mal beschäftigt, wird einem sehr schnell klar, dass diese Gruppen, diese Vereine und Organisationen sich absolut davon distanzieren, von diesem Gedankengut, von dieser Ideologie. Das sogenannte Heidentum. In Dänemark und Island ist der Glaube sogar staatlich anerkannt. Und europaweit findet gerade eine Rückbesinnung auf die alten Götter statt. Wieder zu unseren drei Geistlichen.
Diesmal mit der Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod? In unseren Quellen, da ist es sehr, sehr detailliert thematisiert. Und deswegen sehen wir quasi keinen Zweifel daran, dass es einen Himmel und eine Hölle geben muss. Für die Muslime kommen übrigens alle in Himmel oder Hölle, egal welcher Religion sie angehören. Ich glaube, dass jeder Mensch, auch wenn er sich noch so merkwürdig benommen hat, am Ende direkt vor Gott stehen wird. Und dass es da ein freundliches Gespräch gibt. Und es macht eben einen Unterschied, ob ich ein Brot backe oder Waffen baue. Den Gedanken, dass das eigene Handeln eine Rolle für das Leben danach spielt, gibt es in vielen Religionen. Ich glaube, und dieses Gedanke gibt es im Judentum, an Seelenwanderung. Und ich glaube, dass ich verantwortlich bin, nicht nur für mein Leben jetzt, sondern wie meine Seele wieder zurückgeht zu einem Reservoir von Seelen. Wo sie sind, weiß ich nicht. Wir können das Paradies nennen, wir können das Hölle nennen, das überlasse ich euch. Apropos Seelenwanderung. Buddhisten und Hindus glauben an die Wiedergeburt. Vom Tod bis zur Reinkarnation dauert es laut tibetischem Buddhismus 7 bis 49 Tage. Starre Ansichten, Skandale, Massenaustritte. Wohin steuert die katholische Kirche? Sie wünscht sich eine moderne Kirche und sie will Veränderung. Deswegen ist diese kleine Frau gefährlich. Zumindest scheint der Vatikan vor ihr zu zittern. Janine Gramick, 72 Jahre alt, römisch-katholische Ordensschwester aus Maryland in den USA. Die katholische Kirche wollte sie im Jahr 2000 rausschmeißen. Ihr Vergehen? Sie setzt sich seit Jahrzehnten für Schwule und Lesben ein. Der Vatikan befahl meinem Orden, mich zum Schweigen zu bringen. Und ich habe einen dementsprechenden Befehl bekommen. Wenn ich nicht gehorche, würden sie mich rausschmeißen. Schwester Janine wechselte dann den Orden, machte weiter, organisierte Gottesdienste. Eben auch für Homosexuelle, mit denen die katholische Kirche nicht zu tun haben möchte. Ich würde sagen, dass die Kirche Lesben und Schwule auf sehr vielfältige Art und Weise diskriminiert. Zum Beispiel, wenn sie Schwulen ihren Job in katholischen Einrichtungen kündigt, eben weil sie schwul sind. I give thanks for Joe Byers, who celebrated his 85th birthday yesterday, who has three gay sons, and I give thanks for all parents who have lesbian or gay children. Bereits 1977 gründete Schwester Janine ein eigenes Pfarramt speziell für Schwule, Bisexuelle und Transgender. Eine Organisation, die von der katholischen Kirche in Amerika deutlich kritisiert und abgelehnt wird. Wohin geht es also mit dem Katholizismus? Ich glaube, dass der Wandel von Papst Franziskus kommt und von den von ihm ernannten Führungskräften. Aber auch die Menschen in den Kirchenbänken müssen angespornt werden, müssen Teil des Wechsels werden. Es wird von den Leuten selbst kommen, wenn die es wollen. Für einige mag dieser Wandel zu spät kommen. Sie suchen sich andere Wege. R wie Religion, nein danke. Sonntag ist Kirchentag, auch in London. Hier wird Gemeinschaft gelebt, miteinander geschwiegen, die Kollekte eingesammelt. Alles wie in der Kirche, nur alles ohne Gott. Die britischen Komiker Pippa Evans und Sanderson Jones haben sich das 2013 ausgedacht. Wir wollten die positiven Aspekte von Kirche und Religion übernehmen. Religion bringt die Menschen zusammen. Es gibt Gemeinden und Versammlungen. Man hilft und es gibt freiwilliges Engagement. Das alles haben wir übernommen, aber nicht Gott in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Menschen und das eine Leben, das wir haben. Dazu passt auch das Motto: Lebe besser, hilf oft, denk mehr nach. Statt Jesus und Gott geht es hier um Philosophie, Humanismus, Nächstenliebe. Inzwischen sogar in Hamburg und Berlin. Ich habe die Gemeinschaft in den Kirchen immer gemocht. Aber mit der Gemeinschaft gibt es Dogmen und Regeln.
Hier gibt es kein Dogma. Du kannst alles glauben. Wir haben uns einfach die Rosinen herausgepickt. Von keinem Gott zum Sterben für Gott. 4000 Kilometer reisen, um gegen Ungläubige zu kämpfen. Propaganda wie in diesen IS-Videos, die erschreckenderweise funktioniert. Der Salafismus, eine ultrakonservative Strömung im Islam, geht um. Nur, was ist das eigentlich genau? Fragen wir Lamia Kador, Autorin und islamische Religionslehrerin. 5 ihrer ehemaligen Schüler sind nach Syrien gegangen. Seit langem beschäftigt sie sich mit dem Salafismus. Der Salafismus ist eine Form des islamischen Fundamentalismus. Fundamentalisten beziehen sich ganz stark auf die sogenannten Fundamente einer Religion und beharren darauf, heute noch genauso leben zu wollen. Die sind nicht gewaltbereit in der Regel. Man kann sie mit ultraorthodoxen Juden vergleichen, die ja erstmal auch gar nicht gewaltbereit sind. Warum auch? Die Salafisten an sich sind also nicht zwingend ein Problem. Die Gewaltbereiten schon. Und die werben auch in Deutschland Jugendliche an. 500 sind bereits in den Krieg nach Syrien oder in den Irak gezogen. Die glauben tatsächlich, dass sie in Syrien ein schönes Leben erwartet. Ein Leben, wo die Rolle von Mann und Frau klar und deutlich definiert ist. Wo man sich nicht mit der Emanzipation der Frau beschäftigen müsste. Wo man einfach nur noch kämpfen braucht. Und das Schöne ist ja, dass Gott das gut findet. Ja klar. Ich würde mir sowas vorstellen, Dschihad zu gehen, weil Dschihad ist was jeder Muslim machen soll. Wir müssen uns ja auch wehren. Wenn wir angegriffen werden, können wir uns ja auch wehren. Ne? Und von wem werdet ihr angegriffen? Von anderen Ungläubigen, von den Kuffars. Die Jugendlichen, so Kador, fühlen sich in Deutschland verloren und ausgegrenzt. Dadurch werden sie anfällig für angebliche Gemeinschaft, für einen angeblich gerechten Gott. Solche Clips locken mit einem angeblich gerechten Krieg. Menschen, die so weit sind, also junge Menschen, ich glaube, das ist eben mit denen passieren. Die sehen nicht mehr den Menschen dahinter. Die sehen nicht, dass man einen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennt, sondern die sehen, dass man den bösen Typen da, der gegen den Islam ist oder gegen den IS oder gegen uns gekämpft hat, den Feind tötet. Diese Videos zeigen vor allem eins: Gewaltbereitschaft. Und das alles im Namen Allahs. Dabei hatten die radikalisierten Jugendlichen mit dem eigentlich vorher gar nichts zu tun. Die Ursachen liegen ja nicht im Islam alleine, schon gar nicht hauptsächlich. Sondern der Islam ist ein winzig kleines, also eigentlich ist der Islam ja nur Mittel zum Zweck, um die so zu radikalisieren. Deshalb können die Muslime auch nur ihren Beitrag leisten, aber das muss eigentlich viel größer und gesamtgesellschaftlicher angegangen werden. Zum nächsten Buchstaben. T wie Trance. Einfach nur tanzen. Das kann jeder. Aber hier in Brasilien hat das religiöse Hintergründe. Tanzen sich die Gläubigen in Trance. Doch wozu? In vielen Religionen wollen die Menschen mit der Trance Kontakt zu Gott, Geistern und anderen Wesen aufnehmen. Wie auch dieser tibetische Mönch. In Malaysia soll die Trance böse Geister austreiben. Diese Frau ist angeblich von ihnen besessen. Die Trance soll die Geister in diesen hölzernen Opfertempel bannen. Die einen glauben an Geister, die anderen an Außerirdische. Vier von 10 Deutschen glauben einer Umfrage zufolge an außerirdisches Leben. Aber gibt es das wirklich? Leben die Außerirdischen vielleicht sogar schon unter uns? Für Frederik Hintenaus aus Oberösterreich gibt es keine Zweifel. Ich glaube persönlich, dass wir nicht alleine sind, auch hier auf der Erde. Und dass diese außerirdischen Wesen eine sehr hohe Frequenz der Liebe und der Intelligenz ausstrahlen.
Zu den UFOs kam Frederik Hintenaus über seine Begeisterung für Technik. Heute glaubt er, dass einige Sichtungen real sind. Diese Dinge passieren sehr kurzfristig, also solche Sichtungen und je nachdem. Aber es gibt auch welche Menschen, die sind bekannt als die UFO-Summoners. Also die richtig sich hinstellen und die rufen die. Und die kommen auch. Wesen aus dem All. Doch die typischen UFO-Videos überzeugen auch Frederik Hintenaus nicht. Wenn die daherkommen können, dann verwenden die natürlich keine Raketentechnologie, sondern die verwenden dann natürlich Antigravitationstechnologie oder wie auch immer. Angst vor den Wesen aus dem All hat er nicht. Für Frederik Hintenaus könnte der außerirdische Besuch eine Riesenchance für die Menschheit sein. Ich glaube, dass das außerirdische Leben und außerirdische Intelligenzen uns dabei ihre Ideen und ihre Technologie zur Verfügung stellen und uns versuchen, dahingehend zu inspirieren, dass wir in unsere eigene Kraft kommen und die eigene Göttlichkeit auch, die Liebe in uns finden. Wir kommen zum Hinduismus. Darin ist Vishnu einer der wichtigsten Götter. Aber warum nur einen Gott haben, wenn man auch mehrere haben kann? Gleich Millionen. Doch diese Millionen sind nur Gestalten einer einzigen Gottheit, Brahma. Brahma kann in vielfältigen Formen erscheinen. Eben auch in jeder Kuh. Die übrigens im Straßenverkehr immer Vorfahrt hat und an ihrem Lebensende in einer Art Altenheim kommt. Dank des Elefantengotts Ganesha ist den Hindus auch der Elefant heilig. In vielen Tempeln findet man nicht nur Statuen, sondern auch lebende Elefanten. Heilig ist auch der Fluss, der Ganges. Die Hindus glauben daran, dass sein Wasser von Sünden reinigt. Wasser kann nicht nur reinigen, sondern auch heilen. Wenn man nur daran glaubt. Wir sind in Europas vielleicht zweiteiligsten Ort nach dem Vatikan. In Lourdes, in Südfrankreich. Ein kleines Dorf mit gerade mal 14.000 Einwohnern, doch jeden Tag pilgern hier Tausende von Gläubigen durch die Straßen. Hier wird gebetet, Glaube gelebt, en masse. Schließlich sollen hier Wunder geschehen. Auch Sie hier wollen genau dahin. Eine Pilgergruppe aus Deutschland und Österreich, viele von ihnen schwer krank. Sie haben schlimme Diagnosen erhalten, zum Beispiel Krebs. Jetzt hoffen sie auf Lourdes. Vor allen Dingen natürlich ist Krankheit eine Motivation, nach Lourdes zu kommen. Denn gerade die Kranken und die Krankenheilungen, die hier geschehen sind, ziehen die Menschen natürlich an. Nicht, weil sie Wunder erhoffen, sondern weil sie Stärkung erhoffen, weil sie Kraft brauchen und Kraft schöpfen möchten hier in Lourdes aus ihrem Glauben heraus. An dieser Grotte soll 1858 Bernadette, ein 14-jähriges Mädchen, mehrfach Marienerscheinung gehabt haben. Ganze 18 an der Zahl. Heute hoffen hier Tausende von Pilgern auf Heilung. Weil sie schwer erkrankt ist, war das uns ein Anliegen, zu zweit hierher zu gehen. Ja. Um Danke zu sagen. Um gesund zu werden. Immer vorher, um gesund zu werden, um ganz gesund zu werden und ja, damit leben zu können. Hier fließt das vielleicht berühmteste Wasser der Welt. Kanisterweise füllen es die Menschen ab. 50 der 68 vom Vatikan anerkannten Heilungen sollen mit dem Wasser zu tun haben. Dabei ist es nachgewiesen ganz normales Wasser. Oder eben auch nicht. Lourdes bedeutet, wenn es bei uns zu Hause schwierige Zeiten gab, jemand schwer krank war, hat meine Mutter Lourdeswasser daher gebracht. Da habe ich dran geglaubt, ja. In die unterirdische Basilika in Lourdes passen 25.000 Menschen. Sie alle eint der Glaube. Ich denke mir, dass mir vielleicht die Himmelmutter auch hilft bei meiner Krankheit und dass ich vielleicht geheilt bin, wenn ich heimkomme. Und wie endet ein Tag in Lourdes? So. Und das jeden Abend. Zumindest im Sommerhalbjahr. Eine Lichterprozession findet in der Form seit 1872 statt.
Vielleicht versetzt Glaube Berge. Hoffnung gibt er auf jeden Fall. Doch Glaube verlangt auch. Zum Beispiel die Einhaltung von Geboten. Die 10 Gebote. In christlicher Kurzform. Erstens, keine Götter neben Gott. Zweitens, den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Drittens, Feiertag heiligen. Viertens, Vater und Mutter ehren. Fünftens, nicht töten. Sechstens, siebtens, achtens, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden. Neuntens, zehntens, nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut und auch Finger weg von dessen Frau. Ursprünglich stammen die 10 Gebote aus dem Judentum. Bis 70 nach Christus wurden sie täglich im Tempel verlesen und auch heute werden sie in manchen Gemeinden zu jedem Gottesdienst vorgetragen. Die Zählung beginnt hier aber mit der Selbstvorstellung Gottes. Gebot Nummer 1 also, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat aus dem Sklavenhaus. Alle folgenden Gebote verschieben sich einfach nach unten und Gebot 9 und 10 werden zusammengefasst. Ansonsten ist aber alles gleich. Die 10 Gebote gibt es auch im Islam. Hier allerdings nicht als Liste, sondern an unterschiedlichen Stellen des Korans. Und im Buddhismus gibt es die 5 Silas, Regeln für ein erfülltes Leben. Hier zwei Beispiele. Lebendiges umzubringen will ich mich enthalten. Nicht Gegebenes will ich nicht nehmen. Aber das wohl wichtigste Gebot gilt in ähnlicher Form in allen Weltreligionen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auf Nächstenliebe können sich wohl alle Religionen einigen, aber sehr viele nicht-religiöse Menschen ebenfalls. In Deutschland engagieren sich 12 Millionen ehrenamtlich. Ein ganz aktuelles Beispiel für die Nächstenliebe ist Sabine Melitz. Seit einigen Monaten kümmert sie sich um den syrischen Flüchtling Mushab und seine Familie. Also ich denke, dass wir alle eine moralische Verpflichtung haben zu helfen. Das ist für mich ganz wichtig. Man kann nicht einfach vorbeigehen und Menschen ihrem Schicksal überlassen, wenn da einfach geholfen werden muss. Das geht nicht. Zu siebt wohnte die Familie am Anfang in 2 Zimmern. Sabine Melitz schaffte das fast Unmögliche. Sie fand eine Wohnung für sie. Zeit investieren für Fremde in Not. Wenn wir über Nächstenliebe nachdenken, wäre das doch was. Gerade jetzt. Ich kann nicht ausdrücken, wie man glücklich und zufrieden ist, wenn man in einem fremden Land ist und die Unterstützung von den Leuten dieses Land erhält. Also es war eine wunderbare Sache für uns. Bei unserem letzten Buchstaben lassen wir Symbole sprechen. Alle großen Religionen haben Erkennungszeichen. Das Christentum zum Beispiel, klar, das Kreuz, steht für die Leiden Christi. Der Davidstern symbolisiert die Verbundenheit der Juden mit Gott. Das obere Dreieck steht für Gott, das untere für den Menschen. Die Sichel des Neumondes ist das Zeichen des Islam. Der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond. Das Dharma-Rad erinnert Buddhisten an den Pfad, der zur Befreiung vom Leiden führt. Das erhabenste Symbol hinduistischer spiritueller Erkenntnis ist die Silbe Om. Sie ist die Kraft, die keinen Anfang und kein Ende hat. Dieser Film ist endlich. Wir sind am Schluss der rasanten Reise durch die Welt des Glaubens angelangt. Aber ein Ende kann immer auch ein Anfang sein. Daran zu glauben ist tröstlich. Und es verbindet die meisten Glaubensrichtungen der Welt.